Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 22. Ich bin wie immer der Schotti von der Test Area und kommen heute wieder zu einer Mod-Vorstellung. Vom Sander haben wir wieder was Schickes hier in seiner eigenen Kategorie. Es ist ein Modpack und zwar einmal den Ventor für Kartoffeln und den Ventor für Zuckerrüben. Es ist zwar ein Modpack, aber ihr braucht es nur runterladen, in den Mod-Ordner einfügen, fertig. Es ist nicht nötig zu entpacken. So, gut. Wir gucken. Also die Werte sind bei beiden gleich. 599.000 Euro in der Anschaffung, 1530 PS, 1750 Liter Tankinhalt, 60 km/h auf der Straße, 255,5 Kubik, also 255.500 Liter Bunkervolumen. 31,1 Tonnen Eigengewicht. Das ist viel, ne? Aber wir haben ja genug Power. 16,2 Meter Arbeitsbreite, 25 km/h Arbeitsgeschwindigkeit. Wir gucken kurz rein bei dem Kartoffelhelden. Ihr seht, hier vorne sind Kartoffeln mit drauf und da steht auch dick und fett Potato, damit man weiß, dass das der Ventor für die Kartoffeln ist. Und bei dem Zuckerrübenfahrzeug, ne, da stehen die Zuckerrüben drauf. So kann man die auf jeden Fall schon mal unterteilen. Reifenhersteller haben wir wieder verschiedene. Das ist immer schön, aber Reifenvarianten sind nicht wählbar, sehe ich. Das ist auch nicht schlimm. Wir dürfen eine Hautfarbe, Hautfarbe. Wir dürfen uns eine Hauptfarbe aussuchen. Wir nehmen mal ein schwarzes Chrom. Genau. Wir dürfen uns eine Designfarbe aussuchen. Nehmen wir mal Old Green Chrome. Wir dürfen uns noch eine Designfarbe aussuchen. JCB Red Chrome. Ja. Und dann ist noch eine Designfarbe, die wir uns aussuchen dürfen. Ja. Wir nehmen mal ein, haben wir ein helles? Ein helles hier. Krone Blue Chrome. Da haben wir das. Und natürlich Felgenfarben. Felgenfarben nehmen wir was. Also ich, tut mir leid. Ich muss jetzt was nehmen, was ins Auge beißt. Wir nehmen ein vergrundetes Pink. So. Kennzeichen wie immer auf. Personalisierbar. Gehen wir raus. Schauen wir ihn uns an. So, da ist er. Ein Riesenteil. Und Textur müssen wir wieder nicht erwähnen. LS22 Standard. Der Lack ist nicht nur, dass er schön glänzt. Der spiegelt auch tatsächlich, wie man sieht. Also das ist Wahnsinn. Hier ist er jetzt zusammengeklappt. Die Felgenfarbe, entschuldigt, aber es geht halt um den Kontrast. Ne? Es geht halt um den Kontrast. Kontrast. Was mich an den LS22 Maschinen echt fasziniert, ist dieses Detailgetreue, ne? Diese ganzen vielen Anbauteile und. Naja, Achtung, Sound. Lautstärke ist bescheiden. Wir haben hier Allradlenkung. War da irgendwie. Ja, Lenkmodus. Allradlenkung, Steuerung Z, Hundegang links, Hundegang rechts, das ist halt zum Schonen des Bodens. So, und nur Vorderradlenkung. Da ist ja dann allerdings wahrscheinlich nicht so wendig. Wir lassen die Allradlenkung einfach mal drin. Und dann fahren wir mal gegenüber aufs Gelände. So, wunderbar. Ich drücke mal X. Und hinten entfaltet er sich schon mal. Jetzt fängt er an, sich vorwärts zu entfalten. Ja, Leute. Hammer, oder? Hammer, oder? Sogar die Sounds sind da. Also man kann da echt nichts sagen. Das ist
Ein schönes, kompaktes Teil. Eine echte Alternative. Habe ich so noch nicht gesehen. Mir gefällt's. Ihr Lieben, was soll ich noch sagen? Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Mitmachen, fürs Dabeisein. Panda und ich freuen uns schon wieder auf eure Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst gern einen Daumen nach oben da. Das unterstützt meinen Kanal, motiviert mich und kommt damit uns allen zugute. Ich war, bin und bleib der Scholti von der Test Area und bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen und was in der heutigen Zeit natürlich am wichtigsten ist, bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.